Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play Eldorado 2, ein Spiel von Real Troll. Ja, nachdem wir das letzte Mal erfahren haben, dass das Schiff 20.000 Gold und die Verpflegung 2.000 Gold kosten und Pedro und Hernando nicht wissen, wie viel das zusammen macht, sollen wir uns jetzt was leihen und ich denke, jetzt können wir hier in die Bank rein. Ah ja, Hernando flippt jetzt nicht mehr aus. Sehr schön. Ho, Auszahlungsbelege. Habt ihr denn etwas zum Auszahlen, Don? Hinterfrage nicht jedes der gewaltigen Bemerkungen deines Dons, erbsenzählerischer Pedro. Pardon, Don. Ach, ist es nicht ein befreiendes Gefühl, nach einer Woche rechtschaffender Arbeit wieder einen Teil seiner Schulden begleichen zu können, Don? Hä? Damit lässt sich jede Dublone und jeder Escudo an Schulden präzise, genau und unfehlbar festhalten. Grässliches Biest! Wisst ihr, was das Schönste an diesem Beutel voller Gold ist, Don? Er gehört mir. Wie? Ach so, ja, natürlich. Ein Teil davon gehört ja gleich der Bank. Fantastico, mein Guter hat mich schon wieder um eine Null reicher geworden. Nullen habe ich auch. Ganz viele. 10 Goldmünzen. Okay. So, müssen wir wahrscheinlich hier mit ihm mal sprechen. Schnell den Abakus gezückt und addiert, Knecht der Zahlen. John? Wenn ich 20.000 Gold für ein Schiff brauche und nochmal 2.000 für die Verpflegung, dann macht das wie viel zusammen? Also zwei Kugeln nach hier und auf der unteren Leiste einen merken und dann, ja, so und, ja. Ein solches Unterfangen erfordert demnach eine finanzielle Ausstattung von 22.000 Goldmünzen, Don. Exzellente, ich bin bereit und willens, derart finanziell ausgestattet zu werden. Don? Gold zahlen wir, warum bin ich wohl sonst hinter einer Bank? Ihr wollt 22.000 Goldstücke, Don? Sie. Als Kredit? Sie. Ohne dass ihr auch nur eine Spur irgendwelche Sicherheiten vorweisen könnt? Sie. Gibt's ein Problem? Der ungewöhnliche Senior wünscht einen ebensolchen Betrag. Hä? Er möchte Gold und vergisst dabei anscheinend die Bedürfnisse der Bank. Ah, also einmal Knochenbrechen mit allem inklusive. Halt, Luca, diesen nicht. Ja? Schaff ihn herauf, Luca, und keine Fragen. Du weißt, das liegt dir nicht. Ja, Herr. Komm mit, John. Der Herr scheint etwas Besonderes mit euch vorzuhaben. Flinke Füße, flinke Füße, flinke Füße. Hier geblieben. Die andere Richtung, Don. Tretet heran, Don. Oh. Ihr wollt also von meinem Gold, Don? Viel Gold? Ihr wisst, wer ich bin? Luca, erzähl unserem Gast, wen er vor sich hat. Ja, Herr. Kleiner Don, ihr steht Mario Monetari gegenüber. Ah, wie es scheint, hat unser Gast bereits von mir gehört, Luca. Mein Herr, schätzt keine Frechheiten. No, no. Mein Herr ist ein sehr geduldiger Ehrenmann. Sisi. Aber wer meinen Herrn erzürnt, wird ganz schnell feststellen, dass es auch in den Hals reinregnen kann. Ich trete vom Geschäft zurück. Ich trete vom Geschäft zurück. Aber, bester Don, woher die plötzliche Schüchternheit in finanziellen Dingen? Das passt so gar nicht zu eurem Ruf. Mein Ruf?
Ich lebe davon, stets informiert zu sein, und ich lebe gut davon, und ein Vögelchen trug mir eine besonders interessante Nachricht zu. Interessant genug, dass ich euch die Gelegenheit ergreifen lasse, mit mir ins Geschäft zu kommen. Natürlich beruht ein Geschäft immer auf Gegenseitigkeiten werter, gleichberechtigter Partner. Für den Anfang leistet mir eine kleine Gefälligkeit. Ich bin sicher, ihr werdet mir den Wunsch nicht abschlagen. Ja, das glaube ich auch. So ist es doch. Wer könnte so ein Angebot schon ablehnen? Höret nur, Luca. Wir haben es mit einem ebenso verständigen wie aufgeschlossenen Edelmann zu tun. Also keine Knochen brechen, Herr? Aber Luca, wie unartig von dir, so etwas in Gegenwart unseres lieben kleinen Dons zu sagen. Don, ihr seid auf dem besten Wege, eure Reise finanzieren zu können. Wo ich bin, ist Gold. Gold! Ich biete euch meine Freundschaft an, Don. Bene. Und nun zu der kleinen Gefälligkeit vor der Bank. Steht eine jammernde Alte und schädigt mit ihren Fantastereien meinen Unterling... Was? Nee. Vor der Bank steht eine jammernde Alte und schädigt mit ihren Fantastereien meinen untadeligen Ruf. Kümmert euch um dieses Problem, Don. Kümmern, wie soll ich... Überrascht mich mit eurer Fantasie, Don. Und nun möchte ich euch nicht noch mehr vor eurer Zeit stehlen. Aussi, sehr freundlich, Pate. Und da ist ja auch schon die Tür. Don, vergesst eure Gefälligkeit nicht. Vergesst sie ja nicht. Ist er der richtige Herr? Wir werden sehen, Luca. Schlimmstenfalls verlieren wir einfach nur einen kleinen Don im großen Spiel. Na, das hört sich ja schon wieder supi an. Du liebe Zeit, Don, worauf habt ihr euch da schon wieder reingelassen? Sei unbesorgt, sagen der Pedro. Dein Don hat die Dinge wie gewohnt unter Kontrolle. Gold, Pedro, schon bald haben wir ein Schiff und fahren ins Goldland. Ich spüre, wie sich alles zum Glücklichen wendet. Naja. Man weiß es nicht. Yeah, das Häuschen ist zu teuer und die Bank will Zinsen oder droht mit Pfändung. Hui, altes Muttchen, nun ist aber Schluss mit der üblen Nachrede. Wie bitte? Ich höre nicht mehr besonders gut, edler Don. Da versucht man es im Guten mit Einfühlsvermögen und Diplomatie, und dann ist die Oma renitent, daneben auf die Hidalgo-Art. Schiebt die Oma aus der Stadt. Du hast es selbst gelesen, Hernando hat alles versucht. Jetzt gilt's. Schubst es so, die so unselig der Wahrheit verhaftete Oma hinfort. Da muss sie hin. Falls du dich verbaust, verlass einfach kurz das Spielfeld, in dem du beispielsweise ein Haus betrittst, und kehre wieder zurück. Das hilft. Ach so. Das könnte aber schon... Nee, das funktioniert nicht mehr. Jetzt haben wir es schon wieder verbaut. Okay. Gut, es ist ein Schieberätsel. Von da dahin und da dahin. Nee, das klappt nicht. Aber ich kann die Dame da rüber schieben. dann, wenn ich sie jetzt hier hochschiebe, kriege ich sie nicht mehr weg. Nee. Kann ich sie eigentlich nur runterschieben? Dann hier rüber. Ah ja. Dann muss ich hier rum. Und dann hier hoch. Und raus mit dir. Plop. Das war's schon. War ja nicht besonders schwer. Ah, wie ich höre, habt ihr das störrische Muttchen entfernt, Don. Oder soll ich besser sagen, wie ich nicht mehr höre. Hernando erhält für seinen Sieg über das alte Muttchen 100 heldische Erfahrungspunkte. Er ist ein Bezwinger. Hernando Stufe 3 erreicht. Bekomme ich jetzt mein Gold? Gestattet mir, euer maßloses Ansinnen einfach zu übergehen, edler Don, um die nächste Gefälligkeit zu leisten. Ah ja,
Mein Herr wünscht, dass ihr etwas für ihn am Hafen erledigt. Wendet euch in der Taverne an die Wirtin. Wie ich lese, heißt sie Maria. Und mein Gold. So sehr mir eure Verwegenheit auch imponiert. Ausgerechnet Geschäfte mit meinem Herrn zu machen, ist mir eine Anwürde jedoch untersagt. Gut. Also das Muttchen entfernt, jetzt in den Hafen zu Maria. Maria, Maria. Dann gucken wir mal, was wir für die Dame tun können. Ach Moment, jetzt steht hier jemand. Die Krummgeschäfte am Hafen nehmen zu. Aber damit ist bald Schluss, jetzt passe ich hier auf. Okay. So, Maria. Monetari schickt mich. Psst, nicht so laut dann. Nun guck nicht so naiv dann. Wer Monetari sagt, meint, was illegal ist. Das muss ich nicht jeder mithören. Hm? Trink. Trink, Sanchez, trink. Zuhören lenkt dich bloß vom Schnaps ab. Oh, so sieht's aus, Prost. Hört dann, schafft mir ein gewisses Fass in die Taverne, aber gebt Acht, dass es unentdeckt bleibt. Vor allem die Wachen geht das nichts an. Was ist denn das für ein Fass? Nicht alles, was ich ausschenke, würde der Obrigkeit gefallen. Sucht das Fass am Hafen und bringt es her. Ihr erkennt es leicht am roten X. Okay. Fass mit X bringen. Nicht erwischen lassen. Klar. Aber wo genau soll es hin? Ah. Claro. Fass schieben. Hüte dich vor den Sichtfallen des Wächters. Das Fass darf nicht hineingeraten, sonst weiß die Obrigkeit mehr, als sie soll. Alles klar, aber er kann ja nur so und so schauen. Ja, okay. Ah, das ist es. Gut, das hätten wir mal. So, jetzt ist die Frage, kann ich es hier drinnen vorbeischieben? Müsste schon gehen, oder? Ja. Das haut hin. So, da wir ja die Macht des Speicherns haben. Sehr gut. Das ist nur die Frage. Ah, ich habe mir was gedacht. Hier geht es also schon mal nicht. Weil da die Flasche ja liegt und wir können es über die Flasche nicht drüber schieben. Caramba, nochmal. Nein. Wir haben gespeichert. Jawohl, sehr schön, gut gemacht. Das dürfte noch gehen, ja. Okay, das ging doch ganz gut, würde ich sagen. So, sprechen wir nochmal mit Maria. Meine Taresfässer haben einfach das gewisse Extra. Okay. Na, wer weiß, was da für ein Schnaps drin ist. Gut, haben wir das auch erledigt soweit? Das sind doch schöne kleine Minispiele. So, sprechen wir nochmal mit dem Bankier. Mein Herr lässt euch seine Glückwünsche für euren Erfolg mit dem Fass übermitteln, Don. Hernando erhält 150 Erwartungspunkte. Bekomme ich jetzt mein Gold? Gold nach nur zwei Aufgaben, Don. Habt ihr vergessen, mit wem ihr euch eingelassen habt? Erst wird mein Herr seinen Vorteil aus dem geschlossenen Geschäft pressen. Aber verzagt nicht, Don. Ihr seid nah dran. Herr Montali betrachtet die ersten beiden Gefallen als eine Art Prüfung, ob ihr tatsächlich der Richtige seid. Frohlock, Don. Ihr habt euch jetzt würdig erwiesen, einen wahrhaft gefährlichen Auftrag zu übernehmen, der nur allzu leicht euer Leben kosten könnte. Hä? Herr Monetari trachtet nach einem gewissen Plänen, die er durchaus als für seine Augen bestimmt ansieht. Bedauerlicherweise liegen sie unter Verschluss. Sie befinden sich im Hochsicherheitswachhaus am Hafen, Don. Eine kleine Hilfe kann ich euch gewähren. Dieser beinahe echte Passierschein wird es euch ermöglichen, das Wachhaus zumindest zu betreten. Das Weite liegt dann bei euch, Don. Wieso sagt ihr mir, dass Monetari nicht alles selbst... Weil es nach Lage der Dinge natürlich absolut im Bereich des Wahrscheinlichen liegt, dass ihr bei diesem Wagnis scheitern werdet, Don.
Sollte die Folter lang genug überleben, um aussagen zu können, blieb mein Herr davon unberührt. Die Spur führt allenfalls bis zu mir. Viel Glück, Don. Viel Glück. Ah ja, das klingt ja schon wieder sehr schön. Na gut, da kommen wir jetzt zumindest mal ins Wachhaus rein. Die Pläne brauchen wir ja, glaube ich, dann sowieso. Gucken wir mal. Nanu, wohin so eilig, Don? Dieser Bereich ist gesperrt. Aber nicht für Besucher mit einem echten, ungefälschten Passierscheinwächter. Da. Ach, das ist natürlich etwas anderes. Wartet, ich gebe euch gleich den Weg frei. Ach, zu dumm. Mit der Sperrenhelle Bade ist es aber auch wieder nicht so einfach. Könnt ihr mich nicht einfach zur Seite schieben, Don? Aber bitte auf die von euch aus linke. Ach, ihr ahnt ja nicht, was dieser Vogel sonst wieder mit meiner frisch geputzten Rüstung anstellt. Moment, aber wir könnten es mal ausprobieren. Auf die linke Seite, Don. Ach, Mist. Danke. Oh, sowieso speichern. Alles klar. Ach Gott. Öffne. Das ist Don Francisco. Sind die tödlichen Fallen im Kartraum zu eurer Zufriedenheit, Don Francisco? Nur ein Narr würde versuchen, sich der geheimen Seekarten zu bemächtigen. Aber mir ist, als hätte ich etwas vernommen. Die Stimme eines Ruchlosen, der närrisch genug war, meinen Zorn zu wecken, und mein Umstand reizt mich dabei aufs Empfindlichste. Dieser Schurke ist doch tatsächlich noch am Leben. Narren, mich bereits meine Sinne? Ist mein abgründiger wie gerechter Hass so stark, dass er mich den Lumpen in Klingenreichweite gaukelt? Oh, wenn ich ihn nur von mir sähe, durchbohren würde ich ihn von seinen hässlichen kleinen gemeinen Leben erlösen. Versteckspiel. Drücke die Pfeile, um den rachsüchtigen Blicken Don Franciscos zu entgehen. Oh Gott, ich hab nicht hingeschaut. Scheiße. Ha! Empfangt euren Tod, Elender. Ich sollte besser aufpassen. Okay. Wir probieren das nochmal. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das ein bisschen anders läuft, aber gut. Gucken wir nochmal, ob wir es hinkriegen. So. Also, schauen wir mal. Hier ist hinter euch, Don Francisco. Treibst du üble Streiche, Wachhabender? Niemals, hochedler Don, aber nun ist der Gesuchte schon wieder hinter euch. Ich schwöre es, es ist so. Oh Gott. Nee. Ach, Mist. Doof. Nochmal probieren. Die ersten beiden Male sind noch relativ einfach, aber dann wird schon etwas spezieller. Und ich kann mir so schnell Abfolgen immer so schlecht merken. Das ist mein Hauptproblem. Das ist das Problem der Probleme. Ich müsste mir das Ganze nochmal in Zeitlupe anschauen, dann wäre es kein Problem. Das war einfach. So, und jetzt gut aufpassen. Ach, dammit! So ein Mist! Ja, das sind dann, glaube ich, statt drei Abfolgen fünf oder so, fünf Pfeile. Nee. Na gut, ich werde es jetzt hier noch einmal probieren, dann ist die Zeit eh schon wieder rum und dann, wenn nicht, probiere ich es nochmal im Offplay, damit ich euch dieses Rumgefehle hier erspare. Irgendwie bringt man es schon hin. Nach vielen Versuchen bringe ich es irgendwann hin. Muss ja.
Ja! Supi! Du willst mich zum Gespött machen, mich, dessen Stolz allzu leicht verletzt werden kann. Erkläre dich oder schmecke Stahl. Ich bin dumm, Don Francisco, ja, so unsäglich dumm und vertrottelt, dass ich manchmal Dinge sehe, die gar nicht da sind. Schon in meiner Kindheit dachte ich, ich hätte 7 Geschwister, dabei bin ich ein Einzelkind und später... Worauf willst du, Wurm, hinaus, dessen Leben am seidenen Faden hängt? Ich bin ein idiotischer, hirnalberner, zwergengeistiger, Bregenlaurer, strunzdummer Trottelkopf. Gnadenreicher Don Francisco. Dies eine Mal will ich meine Klinge nicht mit den Innereien eines Idioten benetzen, aber sei gewarnt, erdreiste dich kein zweites Mal. Oh, danke, danke, danke. Eure Güte ist so rein wie euer Stolz. Erhabenster aller Dons. Gedöme dich von all meinen Untergebenen. Erwartet nicht, dass ich euch zu gefallen sein werde, Don. Okay. Wir speichern und dann soll es das auch für heute schon wieder gewesen sein. Ich bin der A205 und es geht dann beim nächsten Mal hier weiter mit Eldorado 2. Bis dann und ciao, ciao.